toll, jetzt leckt's, weil ich aufs Sichtfeld normal gestellt habe. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, immer noch in dieser kleinen Massenaufnahme geht's direkt weiter hier, ab übers Meer zur Stadt, endlich mal den Gravelweg dort fertigstellen. Ich nutze das jetzt mal, um auch ein paar andere Bauprojekte so langsam mal ausklingen zu lassen. Und ja, ich habe jetzt sau viele eigentlich, diese Stadt und die kleine Stadt da hinten. Das ist ja das, woran ich in letzter Zeit eigentlich immer so arbeite. Weil mein Haus, was soll ich an meinem Haus groß noch verändern? Es ist quasi fertig. Also mein Haus, das habe ich jetzt ganz, ganz lange Zeit gebaut. Das ist super schön, finde ich. Aber ja, da kann ich halt kaum noch was machen, weil es fertig ist. Und der Platz in dem Berg, wo ich gebaut habe, ist auch leider sehr stark begrenzt. Heißt, ich habe nicht unbegrenzt Zeit, das zu, nicht unbegrenzt Platz, das zu bauen. Oh, Tintenfische, nein, Tintenfische, Tintenfische, nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Alter, ey. Wie schlecht man mit so einem Boot einfach mal fett ausweichen kann. Ach, das reagiert gar nicht auf Seitentasten, nur auf Blick, oder wie? Ach, deswegen kann ich damit so scheiße ausweichen. Boah, ey. Ich dachte schon wieder, mein Boot wäre schon wieder kaputt, hey. Das wäre echt kacke. Aber gut, hey. So. Dann, da hinten sollte gleich der Leuchtturm erscheinen. Und ja, dann, oh, ich freue mich voll, endlich mal wieder was da hinten bauen, weil hier das Dorf hier ist auch sehr schön, muss ich sagen. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Na gut, mir gefällt eigentlich fast alles, was ich gebaut habe, sehr gut. Ich muss mal kurz schauen hier. Einstellungen. Ich mach mal normal. Auch wenn mein Rechner locker weit verkraftet, wie ihr bisher gemerkt habt. Ich möchte einfach nur, weil ich dann da hinten am Horizont so einen Nebel habe. Das ist, da werden die Parts kleiner schlichtweg. Und da ich jetzt ja eh so viel hochladen, rendern und so weiter muss, ja, ist das eigentlich einfacher. Die Dateien werden schlichtweg kleiner, weil nicht so viel berechnet werden muss. Und ja, ist ganz nett. Und ich finde, das hat auch etwas Mystisches, wenn dann hier so aus dem Nebel alles rauskommt. So, mal kurz da aufs Land drauf fahren. So. Da kann man jetzt hier wieder hoch. Hier sind die Wiesen so schön grün und saftig, muss ich sagen. Nicht so wie hinten beim anderen Dingen, ne? Wisst ihr Bescheid? Beim anderen Dorf, da finde ich die nicht so schön grün und saftig wie die hier. Saftig. So, wo fahr denn hier hinten? Das, toll, jetzt leckt's, weil ich aufs Sichtfeld normal gestellt habe. Ist das lächerlich. Das ist lächerlich. Reinhard war gerade online. Ich habe ihn gefragt, ob er heute oder morgen Zeit hat. Hat er jetzt noch nicht geantwortet. Ich glaube, der hat aber heute auch wenig Zeit. Na gut, macht ja jetzt nichts. So. Da hinten muss ich hin. So, baue ich, denke ich, mal hier durch. So, da, so, da, so, da, so, da, so, da, so, da. Was ist denn das? Ach, jo, stimmt. Da hatte ich ja damals, hier, ich baue das einfach mal so hin. Da war ja so eine Höhle, die habe ich jetzt damals irgendwie zugebaut. Jetzt habe ich sie wiedergefunden. Toll, was? So. Möchte da jetzt schnell mal hier den Weg einfach nur fertig haben. Weil wird schon wieder dunkel. Ist nicht ganz so toll. Soweit ich gehe einfach mal pennen, bevor hier ein Creeper kommt und boah, alles weg. So, hier müsste ich auch mal einen Bodenbelag reinhauen. Könnte ich eigentlich alles mal machen jetzt hier. Einfach mal das Schloss bearbeiten. Und wenn dann der Reinhard hier kommt, dann baue ich irgendwo noch ein neues Haus hier in der Nähe. Soll ja auch mal fertig werden hier. Hatte ich ja schon seit ewigen Zeiten mal gemacht hier. Aber nie fertiggestellt. So. Wunderbar. Hervorragend.
Ja, sollte so von der Symmetrie her. Na, es ist jetzt nicht symmetrisch, aber passt ungefähr. Sieht nicht schlecht aus. Habe ich noch Erde bei? Ja, ein bisschen sogar noch. Ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Voll viel. Mach ich mal hier hinten. Damit er da nicht ganz so affig aussieht. So. Einmal schön hier alles hinsetzen. Jo, ne? Dann haben wir den Gravelweg ja auch bald fertig. Das ist schon mal toll. Und der zweite Part ist jetzt schon begonnen. Heißt jetzt nur noch zwei weitere Parts für mich. Für euch noch unendlich. Oder sobald ich keine Lust mehr auf das hier habe. Auf das Let's Play, aber ich weiß nicht, wann das sein wird. Ja, das ist doch toll. Das ist toll. Das gefällt mir jetzt hier. Endlich mal so ein Gravelweg fertig hier zur Burg. Das muss auch mal sein. Wenn die Burg keine eigene Anbindung zum Dorf hat, ist das natürlich schlecht. Ich habe die Burg extra etwas außerhalb gebaut. Da kann man hier nämlich noch ein paar Häuser hinbauen. Und Burgen waren öfters etwas außerhalb. Hier könnte ich auch noch ein kleines Häuschen hinbauen. Aber ich sag jetzt mal so, es ist noch relativ nah dran. Und ja, wie gesagt, im Mittelalter waren Burgen öfters mal etwas weiter außerhalb. Das ist doof, da hat ein Enderman den Block geklaut. Affe. Und ja, das ist auch so ein Kacksystem mit den Endermen, muss ich sagen. Das gefällt mir so gar nicht so überhaupt. Hier mal zur Kirche noch einen Weg. So, meine Kirche wurde ja im Mittelalter noch groß geschrieben. Ja, wird sie heute auch noch, aber geht keiner mehr hin. So, toll. Mensch, Margret. Ha. Jo. Warum haben hier eigentlich so wenig die großen Gebäude keinen Boden? Das ist doch kacke. Dann mache ich doch jetzt hier mal kurz einen Boden rein. So. Mensch, Margret. Mal, jetzt hör doch mal auf. Gun meinte mal, Kadi hätte irgendwann letztens in der Skype-Konfi ein paar Stunden lang nur mit Schmarkred gesagt. Fand ich auch cool. Stell mir so vor, immer alle paar Minuten mit Schmarkred. Toll. Stell hat voll daneben. Ja, ne? Sieht jetzt so aus, als ob die Tür geöffnet wäre, ist sie aber nicht. So, dann jetzt mal hier alle fertig bauen. Schöner Scheiß. Ah. Ist da oben hell? Hab ich da... Nee. Ich wollte gerade sagen, warum ist denn da oben hell? Jo, hier auch. Tatsächlich. Ich dachte, ich hätte da ein kleines Fenster reingebaut. Könnte ich eigentlich auch mal machen. Da oben so eine kleine Sichtluke in den Glockenturm. Und ja. So. Na, ist gleich alles fertig hier. Schön. Aber ich muss sagen, das ist doch schon mal schön. Jetzt schaffe ich auch mal was. Ich sollte vielleicht mal öfters eine halbe Stunde aufnehmen, wenn ich mal was Großes vorhabe. Aber nun gut. Vor allen Dingen, ich vergesse noch nicht immer, was ich vom letzten Part machen wollte. Aber irgendwie, wisst ihr, oft fehlt mir dann einfach die Motivation dafür, so lange aufzunehmen. Für mich ist das jetzt lange. Und ja. Das ist schon nicht so toll. Weil ich dann ja auch immer denke, oh kacke, den ganzen Rotz sollst du jetzt noch hochladen hier. Das ist, ja, nicht ganz so prickelnd. Oh. Nee, ich wollte gerade sagen, ne, habe ich hier keine Leiter? Aber nee, ist nicht so. Das sieht käsig aus, genau. Scheiße. Ma. Sieht nicht so toll aus. Sorry, dass ich jetzt mal gesagt habe, aber ich habe halt hier dieses gemacht. Also so einen leichten Schluck auf, weil ich vorhin mir einen Schluck Wasser genehmigt habe. So. Das sieht jetzt nicht so Oberbörderaffen geil Arsch aus hier so. Wer hat da geantwortet? TGN oder Reinhard? TGN. Nein, doch nicht Skype maximieren. So. Ich kann eigentlich mal mein E-Mail-Programm öffnen. Jetzt kommt gleich Pling, Pling, Pling. 100.000 neue Nachrichten. Sie wurden abonniert. Sie sind der meistabonnierteste Let's Player. Gronkh will mit ihnen ein Together machen. Ist zu klein. PewDiePie auch. Wunschdenken. So. Ah.
Ich mag die Dorfbewohner. Ah. Na. Na. Boah, das ist aber auch warm heute, du. Mensch, du. Da kriegst du ja leicht einen Hitzekoller, Alter, jetzt hier. Hier, der Skottex, der war hier nun gar nicht so ganz fertig. Doch, ich sag, ich dachte gerade, der hätte kein Dach, aber das sieht affig aus, der Dach. Ja, kann halt nicht bauen, der Junge. Jetzt werde ich auch noch müde. Na, haben ja 18.35 Uhr erst. Warum bin ich da müde? Wahrscheinlich werde ich gerade wach. Ha, ha. Habe ich, ich schau mal unten kurz noch hier im Lager, ob ich da noch Glasscheiben habe. Dann hole ich mir die nämlich nochmal kurz. Ah, wir hatten da jetzt geantwortet hier. Ich lasse das jetzt mal so. Ah, jetzt kriege ich auch hier noch E-Mails. So. Kommentar, cooles Video. Hier. Wenn ihr mir Kommentare schreibt, wie cooles Video oder so, bitte lasst das doch einfach mal sein. Vor allen Dingen, das noch ein paar Sekunden zu schreiben, das ist so wie erster. Und cooles Video sagt mir nichts über das Video aus, was ihr cool fandet. Wenn ihr das Video wirklich cool fandet, schreibt doch direkt noch dazu, was euch an dem Video so gefallen hat oder was ihr an dem Video so cool fandet. Und dann kann ich mir auch denken, okay, gut, dann machst du davon vielleicht mal mehr rein. Zum Beispiel, ja, mir hat so, ich fand es super cool, als du da, keine Ahnung, das Haus gebaut hast. Dann denke ich mir, komm, baust du mal halt ein paar mehr Häuser im Let's Play. Freut die Leute das. Und ja. Oder wenn dir einer sagt, haha, ich fand das so cool, wie du da, ja, dich dumm angestellt hast, dann denke ich mir, ja, ne, ist doch nicht so ganz schlecht, dass du da jetzt irgendwie bisschen gefailt hast oder so, haben die Leute ja trotzdem gemocht, ne? Weil ich habe dann immer so das Gefühl, wenn ich faile, oh Gott, das kommt wahrscheinlich nicht ganz so gut an. Weil ich dann oft als Noob beschimpft werde vielleicht, denke ich mir. Aber, ja, dann mit solcher Aktion zeigt ihr mir dann, hey, nee, Chewie, das ist toll, mach weiter so. Und ja, haben wir mal Skottex Haus hier beendet. Schön, ne? Sieht doch mittlerweile klasse aus hier, du. Oh, der Reinhard hat ge... Okay. Okay. Hier, ich schreibe Hi. Und dann, ja, sorry, kann keins machen. Dachte, es geht um LOL-Matches. Und ich dann, ist okay, ich kann auch nicht. Ich wollte nur wissen, ob du heute oder morgen Lust, Schrägstrich, Zeit hättest, mal bei Minecraft mitzumachen und den Baum fertig zu bauen. Dann diese komischen, ja wisst ihr, warte, mach das kurz hier, dieses Zeichen hier, zweimal so, hab ich dann geschrieben, ne, und er dann schreibt zurück, okay. Sagt mir jetzt super viel. Okay. 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 Ich habe hier gerade Cleanstones bei, da kann ich eigentlich mal hier ein bisschen was machen. So. Ich meine, dann mache ich mir mal eine so eine durchgehende Ebene an der Wand. Das hier soll übrigens an den Rattenweg oder die Diebesgilde aus Skyrim erinnert. Innern, wer das kennt, Daumen hoch für dieses Video. Ne? Und über einen Kommentar würde ich mich dann auch noch freuen, denn wir sind schon wieder am Ende der Episode hier angelangt. Und ja, dann sagen wir mal tschüss, bis zum nächsten Part.